was ich kurz noch anmerken möchte, ist, dass das Wort As-Sabr, welches wir immer als Geduld übersetzen, was bedeutet das eigentlich rein linguistisch? Denn es ist immer von Vorteil, die linguistischen Bedeutungen zu verstehen. Das hilft oft dazu und trägt dazu bei, ein besseres Verständnis über etwas zu gewinnen. As-Sabr bedeutet eigentlich in der Sprache rein linguistisch Al-Habs. As-Sabr fil Lugha huwa Al-Habs. Was heißt das auf Deutsch? Al-Habs, yani Al-Man. Etwas zu verhindern. Etwas zu verhindern. Beispielsweise zu verhindern, dass jemand seinen Ort verlässt. Deswegen nennt man das Gefängnis tatsächlich auch Al-Habs. Oder die Festnahme Al-Habs. Man sagt, Mata fulanun sabra. Was heißt das? Mata fulan sabran. Yani mata mahbusan. Mata fulan sabran. Jemand ist in Gefangenschaft gestorben. Sabran. Das Wort sabran wird hier für Gefangenschaft benutzt. Warum wird die Geduld, die wir, oder dieses Wort, was, oder das, was wir unter Geduld verstehen, warum wird es in der arabischen Sprache sabr genannt? Und man nennt auch die Wolke, die auf einem Platz verharrt, die gar nicht mehr ihren Platz verlässt, wo, oder zumindest wenn es so aussieht, als ob da eine Wolke ist, die sich auf einem Platz verharrt hat und von dort nicht mehr weggeht, man nennt sie auch so. Also der Name von ihr ist auch abgeleitet aus dem Begriff Sabr. Das heißt, dieses Wort As-Sabr hat etwas mit Ausharren zu tun. Ausharren, aushalten, Beständigkeit und Festigkeit. Und Standhaftigkeit auf einer bestimmten Position. Das ist unter anderem das Wort Sabr. Al-Raghib al-Asfahani, rahimahullah, der hat ein Buch geschrieben, für Mufradat al-Quran. Das heißt, in diesem Buch analysiert er die Wörter des Korans und einzelne Wörter des Korans. Das ist also eine Art Tafsir, aber nur beschränkt auf einzelne Wörter. Al-Raghib al-Asfahani, er definiert die Geduld sehr schön. Er sagt, Habsun nafs ala ma yaqtadihi al-aql wal-din wa habsun nafsi anhuma ay afwan wa habsun nafs amma yaqtadiyani habsahu anhuma. Oder so ähnlich, bin mir nicht ganz sicher. Er sagte, der Sabr, was ist die Geduld? Die Geduld bedeutet, den Geist des Menschen, er sagt Geist oder Seele, weil Anas ibn Malik bezeichnete, Anas ibn Malik sagte, das Herz des Menschen ist der König. Und alle sämtlichen Körperpartien sind seine Gefolgsleute. Das heißt, jede Handlung, die du begehst, der Entschluss, sie zu begehen, wurde vom König gefasst. Er hat dann den Auftrag gegeben und seine Gefolgsleute haben nur noch ausgeführt. Deswegen sagt Al-Raghib bei der Definition der Geduld, er sagt, die Geduld bedeutet, den Geist, das Herz, die Seele, wie du das auch nimmst, dort festzuhalten, wo ihn die Religion und die Vernunft festhalten wollen. Das heißt, wenn die Vernunft von dir fordert oder die Religion fordert, dass du dies tust oder dies nicht tust, Geduld bedeutet, diesen König, der die Aufträge gibt, auch genau an dieser Stelle zu fixieren. Denn der Mensch wird nicht immer nur von Vernunft bewegt, oder? Oder handelt jeder von uns immer nur nach der Vernunft oder nach der Religion? Und Religion und Vernunft stehen nicht in Konflikt. Der Mensch wird auch von seinen Trieben bewegt. Triebe nicht nur, wenn wir von Trieben reden, verstehen manche darunter immer nur die Sexualtriebe. Wir meinen nicht nur das, der Mensch hat auch andere Triebe. Triebe im Sinne von Gier oder Triebe, ich weiß nicht, Hab und Gut zu besitzen, Mensch. Triebe wie Rache, Sucht und derartiges. Und diese stehen manchmal in Konflikt mit der Vernunft. Oder die Aggression beispielsweise. Aggressionen,
bei impulsiven Menschen. Impulsive Menschen versagen oft genau hier. Sie ergeben sich und unterwerfen sich ihren spontanen Trieben und sind nicht in der Lage, sich gemäß Vernunft und Religion zu richten. Die Vernunft sagt dir nämlich beispielsweise in dieser Situation, mach das nicht. Die Vernunft sagt, das hat schwerwiegende Folgen für dich. Und die Religion sagt, das ist dir nicht erlaubt, in dieser Situation deine Aggression freien Lauf zu geben. Aber eben dieser Trieb überwiegt das, und der kann sich nicht kontrollieren. Und hier fehlt der Sabr. Deswegen sagt Al-Raghib al-Asfahani, Geduld hat verschiedene Namen. Die Geduld kann verschiedene Namen haben, je nachdem, von welchem Standpunkt man sie betrachtet. Er sagt beispielsweise, im Falle eines Kampfes, nur als Beispiel, was benötigt jemand, der im Kampf ist? Tapferkeit und Mut. In diesem Kontext, Tapferkeit und Mut ist die Geduld. Wenn jemand von einem Schicksalsschlag getroffen ist, und das zu ertragen, das heißt, sich nicht negativ darüber zu äußern, nicht zu akut dies zu bedauern, nennt man Geduld. An Orten, wo man nicht sprechen sollte, oder Dinge, über die man nicht sprechen sollte, sich hier zurückzuhalten, diesen Drang, den man empfindet, zu sprechen, ihn zurückzuhalten, nennt man Al-Sabr, also Al-Kitman. Diese Form des Geduld, die man eigentlich Kitman nennt, ist auch eine Form des Sabr. Das heißt, die Namen verändern sich je nach Kontext. All diese Formen ich nenne es mal der Zurückhaltung, kann man Sabr nennen und bezeichnen. Und hier sagt Allah Ta'ala, استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Also sucht Geduld, sucht Hilfe in dem Sabr und in dem Gebet. Allah Ta'ala ist mit den Sabirin, mit den Geduldigen.